Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich meinen Koffer packe immer vor den Reisen, weil für mich geht es in 3 Tagen in den Urlaub und normalerweise packe ich immer last minute und glücklicherweise hat meine Mom die ganzen letzten Wochen gewaschen und dann konnte ich das jetzt schon packen und abfilmen, weil sonst hätte ich, also das ist immer meine Schuld, dass ich last minute packe, weil ich gebe meine Sachen nie in die Wäsche und ich muss das halt immer zur Waschküche bringen und sonst wäscht es halt meine Mom nicht und mir fällt halt drei Tage vorm Urlaub auf, dass wir in den Urlaub fliegen und deshalb mache ich das immer so last minute und zum Glück hat meine Mom mich daran erinnert und deshalb konnte ich jetzt alles packen und ich bin sehr stolz darauf und habe das jetzt abgehakt. Ich fange damit an, dass ich erstmal alle Klamotten, die ich mag, aus meinem Kleiderschrank auf meinen Boden lege, aber sortiert. Zum Beispiel kommen die T-Shirts auf den T-Shirt-Haufen und die Jeans auf die Jeans. Aber bei den T-Shirts bin ich ein bisschen picky. Ich sortiere das nochmal. Und zwar habe ich da einmal die Kategorie gute T-Shirts und einmal die Kategorie nicht so gute T-Shirts, also normale T-Shirts, die ich auch in der Schule anziehe. Und die lege ich dann halt aus und dann auch die Sweatshirts und meine Sportsachen, weil Sportsachen dürfen nie bei mir fehlen. Und wenn ich das gemacht habe, dann suche ich mir Outfits raus und dann schaue ich, welches Oberteil oder so ich nicht so gut kombinieren kann und dann kommt das raus. Zum Beispiel bei den Outfits achte ich darauf, wenn wir viel in Städte gehen, wie diesen Urlaub zum Beispiel, dann mache ich sehr viele Städte-Outfits rein, und also die sind ein bisschen schicker, aber auch sportiv. Und das mache ich dann einmal, dann Strand-Outfits, weil es geht an den Strand auch. Und halt bequeme Outfits, wenn wir lange im Auto sitzen, weil Amerika ist groß und die Strecken sind nicht so klein, wie auf den Karten das aussieht. Und deshalb auch bequeme Outfits. Und durch diese Outfits sehe ich dann, wo drin ich mich wohlfühle und was ich cool finde. Und dann wird der Haufen auch schon viel kleiner. Zuerst packe ich alle Schuhe für den Koffer in eine Tüte, damit meine Klamotten nicht dreckig werden, obwohl die eh in einem separaten Fach sind, aber ich mache das schon immer so und ich glaube, jeder macht das so. Und ich mache die halt so rein, wie sie in einem Schuhkarton liegen würden, damit das noch mehr Platz spart. Und dann geht's schon ans Einpacken in den Koffer und da rolle ich immer meine Klamotten, damit sie erstens nicht zerknittern und zweitens ist das viel platzsparender. Aber es gibt auch ein Problem, und zwar, wenn man das rollt und dann ist es halt platzsparender, dann macht man mehr in den Koffer rein und dann wiegt der Koffer auch mehr. Und wenn man fliegt, dann gibt es nur ein begrenztes Gewicht, also der Koffer darf nur ein begrenztes Gewicht wiegen und bei mir sind es jetzt 23 Kilo und das darf ich nicht überschreiten, ne? Aber ich glaube, ich habe noch einen Puffer nach oben, damit ich schön shoppen gehen kann. Und beim Einpacken habe ich auch eine kleine Taktik, und zwar lege ich zuerst die ganzen Pullis und langen Hosen unten in den Koffer, weil die brauche ich höchstwahrscheinlich gar nicht, weil es soll richtig warm werden, was mich auch total freut. Und dann habe ich halt die unten als Base sozusagen und dann kann ich oben drüber meine T-Shirts stapeln. Zum Beispiel kommen nach den Pullovern und Hosen, packe ich dann meine kurzen Hosen ein und die Röcke und die Kleider und ganz oben drauf dann noch die T-Shirts, weil die sind ziemlich klein und dünn und die kann ich gut dann noch zur Seite da reinquetschen. Falls ihr euch wundert, warum ich die Sachen, also dass ich ein paar Sachen an die Seite gelegt habe, das sind Sachen, die ich in den ersten Tagen anziehen möchte und deshalb mache ich die immer nach oben, damit ich die ganz nach oben in den Koffer tun kann. Und der andere Haufen ist mein Reiseoutfit, also was ich auf der Reise anziehen möchte, und dann noch Reserveklamotten, und die tun meine Eltern dann in eine andere separate Tasche, damit, falls unser Koffer verloren geht, also mein Koffer, dass ich dann noch was am ersten Tag zum Anziehen habe. Wohlfühlklamotten und Sportsachen und Bikinis dürfen natürlich auch nicht fehlen und deshalb habe ich die eingepackt, und genauso wie Unterwäsche. Und die Unterwäsche, die mache ich immer in so Lücken rein und dann, also ich nutze jeden Platz aus. Und die Jacken mache ich dann immer oben drauf, damit ich so einen schönen Abschluss habe, und Jacken kann man halt immer brauchen. Also falls es mal anfängt zu regnen, dann habe ich immer oben noch eine Jacke. Und damit bin ich mit den ganzen Klamotten schon durch. Danach kommt mein Kulturbeutel, und den habe ich vorher schon bepackt. Und zwar mit Shampoo natürlich und Spülung. Die sind beide von Ossi. Das Shampoo habe ich neulich voll günstig bei unserem DM entdeckt und da habe ich mir das mal gekauft, weil ich hatte das noch nie und ich wollte das mal ausprobieren. Und ich habe da noch eine Frischhaltefolie zwischen den Verschluss und der Flasche gemacht, damit das nicht ausläuft. Also doppelt hält besser.
Dann habe ich mir Babypuder eingepackt zum Baken, also für meine Schminke. Dann Trockenshampoo, weil meine Haare werden halt schneller fettig, weil ich gehe mir immer mit meinen Händen durch die Haare, dann werden sie halt fettig, aber ich möchte sie trotzdem jeden zweiten Tag waschen. Deshalb Trockenshampoo, Bodyspray, meins ist hier von Pink, dann Deo, Zahnpasta, Zahnbürste, mein Peeling, Duschgel und Micellenwasser, und das habe ich in so kleine Tübchen gemacht, weil ich das Duschgel, das war extrem fett und deshalb habe ich das extra eingepackt. Und diese kleinen Döschen, in die ich das alles umgefüllt habe, habe ich bei DM gekauft. Den Link tue ich euch in die Infobox. Dann kommen noch Rasierer, Creme, die ich auch abgefüllt habe, Haargummis, zwei Haarmasken, weil das Wasser in Amerika ist ein bisschen anders als hier in Deutschland. Das ist so chloriert, glaube ich, heißt das. Und dann werden meine Haare ganz schrecklich. Und dann noch eine Gesichtsmaske, und die ist von Pink. Und ich freue mich schon voll, die zu benutzen. Und ich war hier immer zu geizig, die zu benutzen. Und ich wollte sie dann in Amerika benutzen. Und schon bin ich fertig mit meinem Kulturbeutel und machen wir weiter mit meiner Kosmetiktasche. Und die ist von Victoria's Secret und ist eigentlich meine Federmappe, aber immer wenn wir auf Reisen gehen, funktioniere ich das um, weil eigentlich ist das auch eine Kosmetiktasche. Also ich habe sie so gekauft, aber ich benutze sie halt als Federmappe. In meiner Kosmetiktasche befinden sich dann einmal eine Palette, und zwar die Eye & Face Palette von Essence. Dann ein Concealer von Art Deco und auch eine Foundation von Art Deco. Dann ein Puder von Essence, ein Rouge von Trend It Up. Mein Bronzing Powder von Essence, eine Lippenpflege mit UV-Schutz von Balea. Mein etwas ekliger Beauty Blender und dann noch ein anderer Beauty Blender zum Baken unter meinem Auge. Und dann nochmal Haargummis. Und falls ihr euch fragt, warum ich mein Babypuder/Baking Powder in der anderen Tasche habe, das liegt daran, weil diese Kosmetiktasche echt klein ist und da passt halt nichts Großes rein. Pinsel dürfen natürlich auch nicht fehlen und die habe ich in einem extra separaten Set, und Pinsel sind nicht alle aus diesem Set, deshalb sieht das ein bisschen gequetscht aus. Und dann habe ich noch Abschminkpads reingeschmissen, einfach so in den Koffer, weil ich hatte keinen Platz mehr. Und falls ihr euch fragt, wo denn Tabletten oder mein Lockenstab oder Kletteisen sind, okay, das sind nicht mein Lockenstab und das ist auch nicht mein Kletteisen. Die sind alle bei meinen Eltern, also der Lockenstab gehört eh meiner Mom und das Kletteisen auch, und deshalb ist es halt bei ihr im Koffer. Mein Koffer ist jetzt fertig gepackt und er geht sogar noch zu, also bei der Skifahrt ging er nicht mehr zu und das war ein bisschen blöd. Also ich musste mich da wirklich draufsetzen und eine Freundin musste mir sogar helfen, weil sonst ging er nicht mehr zu. Und ich finde es sehr gut, dass er jetzt gerade zugeht. Und falls ihr wissen wollt, was in meinem Handgepäck drin ist, dann müsst ihr beim nächsten Video einschalten, denn da zeige ich es euch. Und als letztes würde ich gerne wissen, wohin ihr denn in den Sommerferien fliegt. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und das war's denn jetzt auch endgültig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.